Hallo, jetzt willkommen zu meinem Folge S19, bitte bei der Mark, auf der frischen Karte. Es geht weiter. Ja, zack. Da ist die Frage, welches Fahrzeug jetzt als nächstes kommt. Ist das, Ihre Bestellung? Amazon, 11.30 Uhr. Zack. Ah, scheiße, es hält der los. Kacke. Ah, vielleicht doch nicht. Mal gucken, machen wir natürlich mal eine Hand vor, weil wir hier den Drama im Beseitigen. Der Johnny hat sich da vorne schon ja festgefahren. Ja. Paket hängt fest. Ah, Paket hängt fest. Trecker hängt fest. Paket läuft. Ich habe gestern mal meinen Fire TV-Stick bestellt. Der kommt heute an. Aktualisierung anzeigen. Mal gucken. Er kommt aus, was ist heute überhaupt? Mittwoch. Spüren. Ja, bis dahin hat er noch ein Stück. Was ich jetzt einfach mal zur Sicherheit mache, es sind zwar theoretisch zwei Leute zu Hause, aber wie es halt immer so ist, ich mache jetzt einfach Ablageorte rein. Ah, wir wohnen auf dem Land, ganz ehrlich. Ein Paket kann bei uns mitten auf dem Platz liegen, mitten auf dem Hof liegen, das nimmt keiner weg. Also das ist echt vorteilhaft. Ich gucke natürlich schon, dass ich zu Hause bin oder dass einer zu Hause ist, dass ja aktuell in Corona-Zeiten relativ gut funktioniert, weil irgendeiner immer im Homeoffice ist. Also wenn mein Patenonkel ist im Homeoffice oder so. Oder meine Wenigkeit hat Homeschooling oder so. Das versuche ich immer so zu deichseln, dass ich das versuche ich, wie gesagt, immer so zu deichseln, dass ich dann auch zu Hause bin. Ab und zu klappt das ganz gut, ab und zu klappt das mal nicht so optimal. Aber wie gesagt, wir wohnen auf dem Land, da haben wir jetzt nicht so die Probleme mit, dass es mal ein Paket oder so die Postboten, sei es Post, DHL, Hermes, GLS, die wissen doch schon ganz gut, wo sie die Pakete hinlegen können. Also die wissen doch schon ganz gut, wie gesagt, die wissen doch schon hundertprozentig und auch ganz gut, wo die dann mit den Paketen bleiben, wenn es wirklich soweit ist. Von daher, da mache ich mir jetzt nicht so die Probleme mit. Theoretisch bin ich ja auch gleich da. Theoretisch ist mein Patenonkel auch da. Der wohnt im gleichen Haus wie ich. Der wohnt nicht da, so unter uns. Der hat Urlaub 2 Wochen. Der hat jetzt 1 Woche. Ich habe, wie soll ich sagen, 1 Woche haben wir jetzt zusammen. Ich hatte 1 Woche vor ihm, dann haben wir jetzt 1 Woche zusammen und er hat 1 Woche nach mir. Bei mir geht ja 1 Woche danach nicht, weil ich ja nächste Woche auf Lehrgang muss. Beziehungsweise ich gehe 3 Tage arbeiten, dann gehe ich Donnerstag, Freitag und darauf die Woche Montag auf Lehrgang. Das ist ja alles wegen Corona ein bisschen geschoben, zusammengedrückt, komprimiert, angepasst und so weiter. Weil die natürlich auch mit den Lehrgängen jetzt ein bisschen hinterherhinken. Sodass die halt jetzt teilweise Lehrgänge stark komprimieren. Theoretisch ist es sogar so, dass ich 3 Lehrgänge jetzt noch habe, die wahrscheinlich auch bekomme zu 100%, aber wahrscheinlich dann halt immer ein bisschen abgeändert und abgekürzt, wie es halt immer so ist. Habe ich gar keine Fahrereingestellung, da kann es nicht funktionieren. Deswegen, also da wird ja noch ein bisschen dran rum experimentiert, angepasst, geändert, gekürzt, wie man es auch im Endeffekt immer nennen möchte. Sodass ich dann finde ich irgendwie ein bisschen dumm, dass ich das nicht auf 1 Woche komprimieren, so im Endeffekt so Montag, Dienstag, also Dienstag, Mittwoch, also Montag, Freitag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder so, dass sie das irgendwie nicht so komprimieren oder Montag, Dienstag, Mittwoch oder irgendwie sowas, dass sie das nicht so komprimieren, finde ich ein bisschen schade, weil jetzt muss ich Donnerstag, Freitag, ich weiß noch gar nicht, theoretisch machen wir Freitag auch 1 Stunde früher an der
Lehranstalt. Ich weiß gar nicht, ob die das jetzt auch noch machen oder weil die jetzt mit dem Stoff durchkommen müssen oder so. Natürlich, die müssen jetzt den Stoff kürzen an allen Ecken und Enden, wo es geht, dass nur das Wichtigste übermittelt wird. Theoretisch sind die Lehrgänge noch wichtiger als Berufsschule, meiner Meinung nach, weil die Lehrgänge dir doch viel mehr vermitteln und viel besser vermitteln als in der Berufsschule, so dumm wie es im Endeffekt klingt. Aber so dumm ist es leider auch. Wenn du dir, wir hachen, wenn du den ersten Lehrgang hast, bist du circa halbes, dreiviertel Jahr, bist du in der Berufsschule dabei, Elektrik zu machen. Jegliche Art. Jegliche Art Elektrik. Das fängt an von Bauteilbezeichnung, Schaltpläne lesen und so weiter und so fort. Das machst du im Endeffekt dann ein halbes Jahr lang, dreiviertel Jahr lang. Dann kommst du auf den Lehrgang und du denkst, du hast noch gar nichts getan. Aber dafür hast du dann auch 2 Wochen intensiv Elektro-Lehrgang, wo du eine Woche nur rein Theorie machst und eine Woche rein Praxis machst. Die sind schon hilfreich und die sind auch schon gut. Und das macht auch schon Spaß und das ist natürlich die Hauptsache. Du musst natürlich sagen, wir haben richtig guten Lehrer, also da kann ich nur meinen Hut vorziehen. Der ist echt top. Der macht das richtig, richtig gut. Da macht es auch richtig Spaß. Und da lernst du was, das ist ganz wichtig. Diese eine Woche hilft mehr als die eine Woche hilft mehr als alles andere. Das ist echt so. Also wenn du dann eine Woche wirklich dabei bist, dann hast du schon den Stoff voll drin, dann ist danach die Woche Praxis, die du danach machst, schon ganz gut. Und die läuft dann auch schon bedeutend flüssiger ab. Man sich theoretisch immer so ein bisschen auf Lehrgang freut, weil Lehrgang ist immer so ein bisschen was. Da bist du im Endeffekt ja mit deiner Innung aus deiner Berufsschulklasse zusammen. Und da wird natürlich auch den ganzen Tag gelabert. Ist jetzt nicht so, dass das strikt, pur, straff und so weiter dann lang läuft und so. Du hast da schon so ein bisschen so, ich will nicht sagen deine Freiheiten, aber doch schon so ein bisschen eine Entspannung. Du arbeitest mit anderen Kollegen zusammen und so. Und dann kommst du das eine zum anderen, wenn du im Endeffekt so, weil in jeder Firma machst du im Endeffekt was anderes so im Endeffekt. Jede Firma leitet dich anders an deine Aufgaben beziehungsweise an die Aufgaben ran. So dass es teilweise halt so ist, dass der eine vielleicht mehr Elektro macht. So, der eine macht halt wirklich viel mehr Elektro in der Firma, weil die da vielleicht mehr Bedarf dran haben oder mehr dran sehen oder so. Der andere ist dann eher so der Praktiker oder so, der weiß dann, ah, genau das, da, hier, das, dort, das, jenes und so. Und das macht dann meiner Meinung nach auch schon viel aus und das ergänzt sich auch meiner Meinung nach richtig, richtig gut. Was ich dann sagen kann, ja, das bringt dir dann im Endeffekt den nötigen Vorteil. Scheiße, was macht der denn da oben? Das bringt ja im Endeffekt meiner Meinung nach den nötigen Vorteil und auch das nötige Wissen. Ach, du ahnst nicht, was machen die denn da vorne? Schon wieder Katastrophe. Das Häckseln ist, glaube ich, so nicht unbedingt viel besser geworden. Das lassen wir, glaube ich, der Test ist gut, den lassen wir jetzt auch zu Ende laufen, alles top. Das lief in dem anderen dann doch ein bisschen smoother, als sie dann im Endeffekt Bahn hoch und runter gefahren sind. Naja. Genau. Also, da bin ich jetzt mal gespannt. Was steht an? Hydraulik. Das Problem ist halt, Hydraulik hast du im 2. Ausbildungsjahr, das war das, wo wir Corona hatten. Also, wo wir im Endeffekt hydrauliktechnisch so gar nichts gemacht haben. Also, jetzt sind wir so ein bisschen in dem Thema drin. Ganz kurz, dann läuft. Jetzt sind wir so ein bisschen im Thema drin, wie so ein bisschen die ganzen Klamotten, die ganz unterschiedlichen Arten, was im Endeffekt der Landwirtschaft für Typen gibt im Endeffekt. Du hast ja im Endeffekt von Bodenbearbeitung bis Futtererntetechnik über spezielle Ernteverfahren wie Zuckerrübenernten, Kartoffelernten und sonstige Sachen, bis hin über zu Baumaschinen,
spezielle Grubber, Erntetechnik, Verfahren, Konservierungsverfahren und so weiter und so fort. Und das Thema gehen wir einzeln, theoretisch einzeln durch. Aber wie gesagt, das klappt halt nicht so gut, wenn alle, naja, ein bisschen, wenn das Thema jetzt ein bisschen, naja, wir müssen halt aktuell ganz gut ans Dorf bleiben. Weil es im Endeffekt fehlt uns halt wirklich ein Jahr. Corona ist halt, hat uns jetzt schon behindert, aber ich gehe ganz gut davon aus, dass wir doch relativ gut da durchkommen. Theorie mache ich mir jetzt nicht so die Sorgen. Praxis jetzt eigentlich auch nicht. Natürlich, ich habe jetzt auch noch ein paar Monate Zeit, bis ich in diese Theorie, in den Kram reinkomme. Ganz kurz überlegen: 12 minus 8. Ich habe jetzt noch keine. Ich habe noch ganz grob 8 Monate jetzt. Dann ist es im Endeffekt soweit. Dann geht es im Endeffekt los mit Prüfungen schreiben. Circa um Mitte Dezember, Anfang Dezember, Mitte Dezember ist es dann soweit. Dann geht es im Endeffekt in die Vollen. Und ich muss dann gucken, dass das im Endeffekt dann auch so läuft, wie ich das mir vorstelle. Genau, nebenbei kommt dann noch das, dass ich dann in der Januar dann halt Praxis mache. Genau, Praxis. Da ist natürlich immer so ein bisschen, da können die Sachen ganz eiskalt erwischen im Endeffekt. Wenn es wirklich dann im Endeffekt wirklich schlecht läuft, wo dann einfach vielleicht dumm dastehst oder so, das kann immer mal vorkommen. Hoffen tue ich das natürlich nicht. Ich muss gleich unbedingt mal gucken, wo der 7R eigentlich jetzt hin ist. Der ist, glaube ich, jetzt irgendwie komplett weg. Ne, der steht da oben noch. Ja, dann ist jetzt ein bisschen. Also wie gesagt, ach, da oben fährt er jetzt schon. Gut, er kommt wieder zurück, das ist ja schon mal etwas. Ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn, ich hasse ihn. Aus. Stehen, Chester. Also wie gesagt, da bin ich jetzt mal gespannt. Bisschen Zeit haben wir noch. Ab circa Herbstferien, ganz grob, machen wir nichts anderes mehr als Vorbereitung. Zwischen Sommerferien, Herbstferien machen wir rein Wirtschaft, um uns die Wirtschaftssachen nochmal wieder anzugucken. Und dann, wenn wir dann um die Herbstferien wissen, welche Themen in der praktischen vorkommen, da ist Theorie und auch praktische, da machen wir einfach danach nichts mehr anderes. Wir können zwar schon so ein bisschen grob darauf hinarbeiten, aber wenn wir dann im Endeffekt die festen Termine haben, ich hoffe mal, dass es gute Termine sind. Kurz gucken, Gäste ist voll, wir müssen eben Gäste auch planen. Ich hoffe ja wirklich ganz stark davon, dass es gut ist und dass es nicht so schwer wird. Weil, ja, umso einfacher, umso besser. Hilft dir natürlich nachher in der Arbeitswelt nicht unbedingt weiter, wenn es einfach ist, aber theoretisch erst nachher schon, da kommt es halt dann mehr aufs Könnerische an, als auf wirklich dann auf die Noten und so weiter. Vor allem, wenn du im eigenen Betrieb bleiben möchtest, beziehungsweise bleibst, da ist es natürlich schon, dass die Leute dann dort auch wissen, was du im Endeffekt kannst und was nicht. Das ist dann halt einfach so, dass die halt einfach. Ich will nicht sagen drin sind, aber dass sie wirklich wissen, was kannst du nicht, was kannst du besser, was kannst du vielleicht doch nicht so gut. Das ist natürlich dann da ganz einfach, weil die es im Endeffekt schon 3,5 Jahre kennen. Die wissen, was an dir haben und was nicht. Was du kannst, was du nicht kannst. Und wenn du in einem neuen Betrieb bist, dann musst du dich im Endeffekt erstmal beweisen. Deswegen mal abwarten, was die Zeit so bringt. Aber bis dahin haben wir noch einige LS-Folgen vor uns. Von daher mache ich mir da jetzt noch nicht so den Kopf drüber. Dass ich da jetzt erstmal eigentlich ganz entspannt in die Richtung sehe, weil wir haben noch ein paar andere Baustellen dieses Jahr. Von daher. Oh, Alter, ich habe Rückenschmerzen, Kopfschmerzen. Geht's so total. Ich hasse es. Bitte, aber ich esse Bett nach.
Ich wollte gegen 8 Uhr aufstehen. Da habe ich mir gedacht, komm, stellst den Wecker aus, döst noch ein bisschen vor dir hin, so wie gestern. Hab ich irgendwie eine halbe Stunde noch mit Radio im Bett gelegen, bisschen hin und her gedreht, ein bisschen eingekuschelt oder so noch, weil ich habe ja Urlaub, grundsätzlich nicht so viel zu tun. Grundsätzlich freue ich mich schon wieder, wenn ich arbeiten kann. Also, weil aktuell ist das Wetter auch draußen so, dass du nichts machen kannst. Du kannst keinen Rasen mähen, weil es einfach, keine Ahnung, 3 Grad oder so draußen hat. Arschkalt und windig. Du kannst nichts im Garten machen, weil lohnt halt einfach nicht, weil es einfach arschkalt ist, nichts wächst, nichts tut. Es ist vor allem auch noch arschkalt draußen. Ich habe eigentlich jetzt gleich schon keine Lust mehr rauszugehen, weil ich gleich mir noch Essen holen möchte. Ich habe jetzt auch noch nicht gefrühstückt. Haben es jetzt gleich 11 Uhr. Ich habe gerade mir ein Tässchen Kakao, habe ich mir doch gerade noch gegönnt, bevor ich angefangen habe. Ich bin ja eh nicht so der große, ich gehe frühstücken oder ich frühstücke morgens. Wenn ich arbeiten bin, dann meistens wirklich erst, wenn wir Frühstückspause haben um 9:30 Uhr, dann nehme ich eine Stulle oder so. Auch wenn ich Berufsschule habe, vor 9:30 Uhr läuft da auch nichts. Na gut, außer dann halt vielleicht mal samstags. Obwohl samstags auch nicht mal. Samstags dann auch erst, wenn ich samstags arbeiten muss, dann auch erst, wenn ich dann wirklich arbeiten muss. Also dann meistens auch erst zur Frühstückspause dann. Da machen wir dann auch eine kleine. Und dann sonntags, ja, sonntags dann meistens schon. Sonntags dann meistens davor schon irgendwie Brötchen oder irgendwie eine Stulle oder irgendwie sowas morgens. Weil dann ist auch meistens so, dann frühstücke ich morgens zwischen 8 und 10, kommt immer ganz drauf an, wann ich aufstehe und so. Und dann esse ich meistens vor Abholgalke. Oh, mein Gott. Gut. Ich bedanke mich aber bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei Standard. Tschüss.